ziemlich genau einen Monat her, seit ich euch das Tool Audio Waveform vorgestellt habe. Etwas Zeit ist also vergangen und ich hatte damals mir vorgenommen, ein Amplitudenspektrum hinzuzufügen. Das ist jetzt soweit abgeschlossen und ich möchte euch zeigen, was dabei rausgekommen ist. Wie ihr diese Wave-Datei erzeugt, ist im ersten Tutorial gezeigt. Wir gehen also jetzt direkt hinein in die Fusion-Tab und natürlich holen wir uns das Tool hinein. Hier wird es noch per Merge verbunden, aber wir können uns hier das Merge sparen. Also als nächstes erstmal die Audiodatei laden und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Hier sehen wir die Audio-Wave-Form, aber es gibt hier unter diesem Control-Tab jetzt eine Einstellung, die nennt sich Spektrum. Und um die soll es im Wesentlichen gehen. Der Rest ist fast identisch geblieben. Wählt man das Spektrum an, so wird automatisch ein Spektrum erzeugt. Dies ist erstmal in der einfachsten Version. Hier also 256 Werte, geht hoch bis 2048. Allerdings muss einem bewusst sein, dass je mehr höher diese Zahl ist, desto mehr Werte müssen berechnet werden und desto mehr Performance verlangt auch dieses Tool. Wir gehen einfach der Einfachheit halber mal durch. Scale ist, glaube ich, selbsterklärend. Hier gibt es jetzt also unterschiedliche Darstellungsmethoden. Wir haben also die Rohanzeige. Wir haben Balkenanzeige, die abgerundete Balkenanzeige mit entsprechenden weichen Kanten und die Nadelanzeige. Jetzt die Äquidistant-Cuts macht aus der logarithmischen Darstellung, wie sie hier in der Standardversion angezeigt wird, also die äquidistante Variante, wobei man dann noch einstellen kann, wie viele Stufen man dann dargestellt haben will. Erhöht man hier diese Zahl, so werden Teile berechnet und man bekommt entsprechend weniger Werte, die dann natürlich durch die Werte, die dazwischen liegen, berechnet werden. Bei der Nadelanzeige sieht das nicht so gut aus, aber wenn man die Balkenanzeige hat, dann sieht man schon, dass man damit sehr leicht jetzt nur noch entsprechend auf die wesentlichen Werte zurückgreifen kann. Die Diskrepanz zwischen den Bässen und den Höhen. Damit dies etwas angepasst werden kann, gibt es hier die Möglichkeit über die Begrenzung, die Limitation. Hier wird der Schwellwert eingestellt und wir werden jetzt gleich sehen, dass dort entsprechend der Schwellwert der Spitze abgesenkt werden kann. Und damit man die Bereich auch wieder komprimieren kann, kann man hier den entsprechenden Komprimierungsstufe entsprechend auch wieder hochdrehen. Also damit muss man ein bisschen spielen, damit man dann der Rohdaten und der Anzeigewünsche das entsprechende Ergebnis hat. Hier gibt es jetzt also ein etwas ausgewogenes Bild. Eine weitere Funktionalität, die damit jetzt möglich ist, wenn man ein Amplitudenspektrum berechnet hat, man kann jetzt eine sogenannte Auslenkung sich aussuchen. Hier bekommt man die Daten einmal angezeigt. Die werden berechnet mit Hilfe dieses Balkens. Dieser Balken ist jetzt verschiebbar und holt sich die Werte aus dem Amplitudenspektrum. Am besten, man nimmt also hier die Steps wieder raus, dann kann man direkt sehen, auf welche Werte man sich dort bezieht. Hier sieht man, wie sehr schön der entsprechende Balken hoch und runter geht und hier bei den Bässen natürlich sehr hoch. Feinjustage kann dann hier mit dem Amplify vorgenommen werden, wo man sich dann den entsprechenden Wert, den man gerne haben möchte, einregeln kann. Als Feedback sieht man dann jeweils den Wert, der dort berechnet wird. Beim Operator kann man jetzt noch auswählen, ob man Maximal-, Mittelwert oder den Meridian haben möchte. Hat man die entsprechenden Einstellungen vorgenommen,
So kann man jetzt mit Hilfe einer Funktionalität Connect to einen Parameter, wie hier zum Beispiel beim Text, wenn wir mal Form eingeben, wie zum Beispiel beim Tracking. Dort kann man jetzt sagen Connect to Audio Waveform Elongation. Jetzt ist also dieser Wert, den wir dort in der Fuse zurechtgelegt haben, auf diesen Tracking-Wert draufgesetzt und wir sehen, dass es dort ein ziemliches Wirrwarr gibt, weil natürlich Werte unterhalb von 1 beim Tracking dazu führen, dass der Text umgedreht wird. Wir können hier in dem Falle die Sache nochmal rückgängig machen. Wir nehmen uns hier eine Expression und können jetzt direkt auf die Werte zugreifen, indem wir sagen, wenn die Audio Waveform Elongation kleiner als 1 ist, dann bleiben wir bei 1 und ansonsten, wenn es größer wird, dann holen wir die Audio Waveform Elongation hinein. Wenn man alles richtig geschrieben hat, dann bleibt das entsprechende Tool weiß mit grau hinterlegt, ansonsten wird es rot, dann hat man irgendwo einen Fehler. So, wenn wir jetzt also etwas abspielen, sehen wir noch nichts, weil der Wert die ganze Zeit einfach noch unterhalb von 1 bleibt. Das lässt sich hier mit dem Amplify ganz leicht verändern. Wir sehen also, in dem Moment, wo wir hier einen nennenswerten Ausschlag haben, werden wir irgendwann mal über 1 kommen und schon sehen wir, wie sich der Text verändert. Jetzt ist ein bisschen Feinjustage angesagt, weil hören tun wir es natürlich nur außerhalb. Man muss ein bisschen Geduld haben, aber das Ergebnis als Schnellschuss kann sich, glaube ich, sehen lassen. Okay, so vielleicht um nochmal einen ganz kurzen kleinen Abstecher in die Theorie zu machen. Was bedeutet denn ein Amplitudenspektrum und wie verhält es sich mit den Signalfrequenzen? Gibt es hier im Internet unter YouTube Admin of the Site ein Sweep, also ein Durchfahren einer Frequenz von sehr tiefen Frequenzen bis sehr hohen Frequenzen, also theoretisch von 20 Hertz bis hier die oberste Frequenz 18 Kilohertz. Aber man sieht schon hier, unten rum gibt es einige Audioprobleme und auch oben gibt es scheinbar noch einen Filter, der den oberen Teil ziemlich weggefiltert hat. Was wir hier unten also sehen, etwa so ab 40 Hertz, ab 36, funktioniert überhaupt erst vernünftigerweise. Aber was ist denn eigentlich Amplitudenspektrum? Vielleicht vorher einmal ganz kurz den Aufbau in Fusion angeschaut. Wir haben zwei Fuses drin, eine Audio Waveform, die so eingestellt ist, dass sie ein FFT von 256 Werten berechnet und die zweite dann als Kontrast dazu eine FFT mit 2048. Die 2048 Werte ist hier rot dargestellt, die einfach gelb. Jetzt spielen wir einfach diese Datei durch und wir sehen schon, unten herum ist kaum richtige Signale zu sehen. Etwa so hier ab 40 Hertz beginnt es stabil zu sein. Aber wir sehen schon, dass 256 Werte unten herum bei tiefen Frequenzen sehr, sehr schwer. Jetzt bleibt auch das schon relativ stabil. Also was wir direkt sehen, mit 2048 Werten können wir direkt die entsprechende Sinuswelle
herausfiltern, während es uns mit 256 Werten eben nicht unmöglich ist. Um etwas zu visualisieren, stellt sich natürlich sofort die Frage, brauchen wir die hohe Genauigkeit? Bei hohen Frequenzen nicht, aber in den tiefen Frequenzen liegen Bässe, gerade das Schlagzeug und der Bass, sehr dicht beieinander. Und da mag es dann schon interessant sein, ein einzelnes Instrument eventuell zu identifizieren. Was bedeutet das jetzt mit wirklichen Audiodateien? Wir haben jetzt hier oben die entsprechende FFT mit 256 Werten, unten dann die auch mit 2048. Und jetzt kommt eine Wave-Datei mit Musik und da sehen wir dann auch die direkten Unterschiede. Sehen wir zur Visualisierung hier ist das eher schlecht. Die sieht oben wesentlich besser aus. Dafür haben wir unten kaum Möglichkeiten, direkt Frequenzen voneinander zu trennen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt das Tool benutzen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder eben auch Kritik habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Und ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss!